Motivation, beim Grazathlon teilzunehmen? Meine? Den Schopp zu schlagen. Das ist die wichtigste Motivation heute. Alles andere ist mir wurscht. Das heißt, ihr habt es gebettet? Spaß haben. Ja, das unterscheidet uns einmal grundsätzlich. Spaß habe ich auch noch. Ja, also es ist einmal eine Möglichkeit, die Stadt Graz von einer bewegten Seite kennenzulernen. Und allein der Event selber ist ja einzigartig. Ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt, dass man einen Lauf mit Oberkörperarbeit so verbinden kann. Also mir taugt es, weil es ein bisschen was anderes ist wie normales Laufen. Mit den Hindernissen dazwischen, das macht es ein bisschen interessanter. Und deswegen würde ich da unbedingt dabei sein. Ja, bei mir ist das so, sage einmal, Graz kenne ich viel zu wenig. Deswegen einmal durch Graz zu laufen, ist eine tolle Sache für mich. Aber nur mit den Hindernissen habe ich zuerst nicht so gerechnet. Wie ich dazu gesagt habe, habe ich das noch nicht gewusst. Aber jetzt taugt es mir, es ist einfach was anderes. Einmal laufen kann man eh schon viel, aber so eine Veranstaltung habe ich noch nie teilgenommen. Es wird Zeit. Also ich war letztes Jahr schon da und war letztes Jahr total überrascht von der Stimmung. Und will einfach wieder die Stimmung genießen. Das hat mich total geputscht letztes Jahr. Also deshalb bin ich wieder hergekommen. Als Kind ist mir immer geschimpft, wenn man im Dreck reingesprungen ist. Und da muss gleich einmal am Anfang, glaube ich, dritte oder vierte Hindernis voll durch den Gatsch. Also sonst jammert man, aber jetzt dachte ich, ich freue mich schon so auf das Hindernis, ein im Gatsch. War wahrscheinlich der Uhrturm. Der war ziemlich hart. Die Rutschpartie, also das hat Spaß gemacht. Meiner Körpergröße ziemlich schwer tun. Aber ich hoffe, der Markus steht mir ein bisschen bei. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich werde drüber schmeißen.
mega coole Stimmung, die Leute hatten Adrenalin pur. Genau, wo die drei Labestationen sind. Die habe ich mir schon angeschaut. Ich weiß, wann es da mal eingehört ist. Ich glaube, das letzte Hindernis oder vorletzte Hindernis, glaube ich, ist jetzt Monkey Claim. Das wird ganz, ganz schwierig, weil es fast zu Schluss ist, glaube ich. Und das wird ganz interessant. Ja, war eine super Veranstaltung und viel besser auch wie letztes Jahr. Ich bin letztes Jahr auch schon gestartet und viel mehr Zuschauer waren auch und war echt super. Ja, nachdem der Mario letztes Jahr schon dabei war und die Strecke so halbwegs kennt, habe ich mir vorgenommen, ich werde mich am Anfang ein bisschen bei ihm orientieren und am Schluss, wenn ich weiß, er kann nicht mehr, dann werde ich ihn ganz dezent überholen. Aber es ist egal, wichtig ist, dass wir Spaß haben, dass wir jeder, alle zwei ankommen und dann wird's lustig. Also wir wollen 2015 eins drauflegen, wir wollen mindestens eine gute Stimmung haben. Wir werden uns ganz viel überlegen zu den Hindernissen, wie wir das eine oder andere toppen können. Und wir wollen also wieder in der Innenstadt einfach ein richtiges, tolles Feeling produzieren.